Servus und herzlich willkommen bei Barbecue Matze. Heute zeige ich euch, wie ihr einen richtig leckeren Blumenkohl vom Grill zubereiten könnt. Als allererstes müssen wir den Grill anheizen. Hierzu nehme ich immer Anzündröhre und die Woody von Mara Sommer. Das ist meine absolute Lieblingsholzkohle. Wenn die Kohle durchgeglüht ist, können wir das Setup einsetzen. Hierfür nehme ich das normale Gestänge von The Bested, die Deflektorsteine, setze eine Schale drauf, die ich dann mit Wasser befülle. Und darüber kommt dann der ganz normale Grillrost. Dann wird der Deckel wieder geschlossen, dass der Grill schön aufheizen kann. Jetzt können wir den Blumenkohl einlegen. Den Blumenkohl habe ich vorher mit einer mexikanischen Gewürzmischung gerubbt. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu und lassen den Blumenkohl circa für 60 Minuten dämpfen. Immer wieder mal nachschauen, ob noch genug Wasser in der Schale ist. Nach ungefähr 60 Minuten nehmen wir den Blumenkohl raus und befüllen ihn mit unseren Schinkenröllchen. Hier kann ich euch einen Löffelstiel empfehlen. Mit dem kommt man super in den Blumenkohl, in die Röschen rein und kann die Schinkenrollen einfügen. Das machen wir dann verteilt um den ganzen Blumenkohl herum. Während ich gerade die Schinkenröllchen anstecke, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der Holzkohle, die ich benutzt habe, und zu der Grillrezepte-App Barbecueana. Wenn wir dann die ganzen Schinkenröllchen in den Blumenkohl verteilt haben, kommt der Blumenkohl wieder auf den Grill. Nach ca. 20 Minuten machen wir den Deckel auf und reiben über den ganzen Blumenkohl eine ordentliche Portion Parmesan. Bei Parmesan ist mein Motto, viel hilft viel. Danach machen wir den Deckel wieder zu, dass das Ganze schön gratiniert. Ab und zu mal reinschauen in den Grill, ob man noch ein bisschen Parmesan drüber gehen kann, weil eventuell das runtergefallen ist. Und vor allem ganz wichtig, dass immer noch Wasser in der Schale ist. Ihr könnt auch den Blumenkohl mit ein bisschen Öl einstreichen, dann hält der Parmesan besser. Nach ungefähr 120 Minuten ist der Blumenkohl fertig. Ihr könnt ihn genießen. Vielen Dank, dass du mein Video angeschaut hast und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und so kein Rezept mehr verpasst.